Hey Leute, ich bin's wieder, Joshua. Es ist wieder Montag. Und was heißt das? Ja, ich mache wieder ein Video. Yay! Ich will heute über Arztbesuche vor der Namensänderung und Personenstandsänderung reden. Einmal ganz kurz zwischendurch: Meine Namensänderung und meine Personenstandsänderung läuft ja im Moment. Und wahrscheinlich liegen diese Papiere jetzt schon bei der Richterin vor. Das heißt, es dauert vielleicht gar nicht mehr lange, bis ich meine Anhörung habe. Vielleicht kann ich da ein bisschen was drüber erzählen, wie es war, was da so gefragt wird und so weiter. Nur mal so als kleine Zwischeninfo. Also, was sind so meine guten Erfahrungen gewesen? Gute Erfahrungen waren zum Beispiel, dass meine Neurologin zum Beispiel gesagt hat, ja, ich schreibe dich hier gleich mit Joshua rein, also Altername. Dann in Klammern Joshua. Klar, müssen sie noch so schreiben, da es ja noch nicht geändert worden ist. Auf der Krankenkarte steht natürlich noch alles das Alte und so weiter und bla bla bla. Ich habe ja meinen Ergänzungsausweis, aber ich habe jetzt erfahren, eigentlich hätte ich mir die 15 Euro sparen können, denn das, was in der Geburtsurkunde steht oder beim Standesamt vorliegt, welcher Name, der gilt auch für alles, was ich mache. Zum Beispiel mit der Fahrschule muss ich jetzt warten, weil ich den Ergänzungsausweis nicht nehmen kann, um meinen Führerschein zu machen. Und das auf dem alten Namen müsste ich das dann machen und nicht auf dem neuen Namen. Das will ich nicht, weil dann muss ich das Ganze nochmal ändern lassen und das ist wieder Geld, was ich benutzen, also was ich dann vielleicht auch nicht habe, weil so viel Cash habe ich dann auch nicht mal so irgendwie im Schrank liegen. Deshalb, der Ergänzungsausweis bringt anscheinend nicht viel. So, aber wieder zurückzukommen. Auf jeden Fall meinte mein Diabetologe zum Beispiel, wir ändern das dann, wenn ich sage, jetzt kann das geändert werden. Jetzt, ja, möchte ich bitte, dass das da so und so drin steht. Ich glaube, sie haben es mittlerweile auch schon geändert oder machen das dann, wenn die Namens- und Persönlichkeitsänderung durch ist. Das weiß ich jetzt alles nicht mehr so genau, aber ich glaube, so war das. Bei meiner Kinderärztin, ja, genau, jetzt habe ich das Wort gesucht, wieso auch immer. Bei meiner Kinderärztin ist es so, dass sie mich schon mit Joshua aufruft und hinter meinem alten Namen halt auch Joshua mit drinstehen hat. Also so machen es die meisten Ärzte in meinem Fall. Womit ich ganz glücklich bin, denn dadurch rufen sie mich auch als Joshua auf und es wird nicht peinlich für mich im Wartezimmer. Aber es gibt natürlich auch negative Seiten. Zum Beispiel, ich wurde letzte Woche Donnerstag vom Krankenwagen abgeholt aus der Schule, weil ich hatte mal wieder einen Migräneanfall und der ist nicht so angenehm, muss ich sagen. Aber der Notarzt meinte, da hätte eigentlich kein Notarzt gerufen werden müssen, aber ich muss mal dazu sagen, die Schule war dafür verantwortlich, die Symptome gingen nicht weg, also können sie mich auch nicht nach Hause schicken, denn wenn was auf dem Weg passiert, sie sind dafür verantwortlich und dann können wir denen der Schule irgendwas ans Bein hängen, sag ich mal. Und was mir dazu auch gleich noch einfällt, ich habe ja das Testlogé jetzt schon seit fast 3 Wochen, morgen sind es 3 Wochen, ich habe übrigens noch eine Packungsbeilage, weil ich, glaube ich, im letzten Video oder in meinem letzten Video auf meinem Kanal erzählt habe, ich habe keine Packungsbeilage, habe ich aber doch. Hier steht, das kann ich ja gleich mal vorlesen, Moment. Also, Testogel muss mit Vorsicht angewendet werden, wenn Sie an Epilepsie und oder Migräne leiden, da diese Beschwerden dadurch verstärkt werden können. Bei schweren Hautreaktionen, ja, das sind dann schon die Hautreaktionen, auf jeden Fall, ich habe ja Migräne. Und ich weiß nicht, ob der Arzt das jetzt richtig berücksichtigt hat, weil er hat es mir ja trotzdem gegeben, was jetzt okay ist. Aber ich hatte halt letzte Woche 2 Migräneanfälle in einer Woche, was recht kurzer Zeitabstand ist. Und die sind halt wirklich mies, die knocken mich dann komplett aus. Und ich weiß nicht, ob es am Testogel liegt. Es kann sein, es muss nicht. Aber vielleicht hat irgendeiner von euch da draußen auch Epilepsie oder vielleicht sogar auch Migräne mit so starker Aura. Dann wirklich mit dem Arzt richtig klären, ist das Testogel wirklich in meiner Situation im Moment so gut, wenn das noch nicht so wirklich richtig eingestellt ist oder gerade dabei ist, eingestellt zu werden. Denn ich habe jetzt auch erst Tabletten bekommen vor, ich glaube, einem Monat oder so. Also so lange ist das dann noch gar nicht eingestellt gewesen zu dem Moment. Also das
empfehle ich auf jeden Fall vorher erst richtig abzuklären. Auf jeden Fall war ich dann in dem Krankenwagen und meinte, also meine Sekretärin hat mich, meine Sekretärin klingt so, als wäre sie nur für mich da, also die Sekretärin von der Schule hat mich halt als Joshua direkt angemeldet, also angemeldet, und ich habe im Krankenwagen auch persönlich dann gesagt, ja, ich bin Joshua. Ich hätte fast meinen Nachnamen gesagt. Okay. Ich möchte nämlich eigentlich nicht, dass also erstens mein Altername irgendwie im Internet auftaucht und auch mein Nachname soll nicht unbedingt in der Öffentlichkeit jetzt so rumgehen, weil, ja, will ich persönlich jetzt einfach nicht unbedingt. Ja, auf jeden Fall lief es dann so ab, der hat das halt aufgeschrieben, hat da auch Joshua hingeschrieben und dann haben sie mich in die Klinik gefahren. Und dort stand dann aber in der Klinik irgendwie, ja, wir haben einmal Punkt, Punkt, Punkt und einmal Joshua, ob wir irgendwie Geschwister sind oder so. Und die Ärztin dann so, nein, das ist alles schon so okay. Dieser Name steht in Klammern und der Name ist für uns, also der alte Name, wir müssen den alten Namen zwar nehmen, aber den neuen Namen zum Ansprechen nutzen. Und das wussten die im Krankenwagen ja natürlich nicht. Und ich benutze einfach meinen neuen Namen, weil das ist einfach so. Für mich gibt es den alten Namen in meinem Leben nicht mehr. Aber die meinten zu mir, oder zu meiner Mutter, fauchten die dann noch an und meinten, ja, das Kind muss den alten Namen sagen, denn das ist sonst nicht korrekt, dann mache ich Urkundenfälschung und bla 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 bla. Ich werde jetzt trotzdem immer den Namen Joshua weiter benutzen, ist mir auch egal. Das sehe ich nämlich sonst als Diskriminierung und das sehe ich nicht ein. Deshalb werde ich meinen Namen immer weiter benutzen und da können sie dann machen, was sie wollen. Ja, aber ansonsten gab es eigentlich keine negativen Dinge so. Also meistens werde ich mit Joshua aufgerufen und meistens ist auch wirklich der neue Name hinter dem alten Namen in Klammern. Finde ich ganz gut, muss ich sagen. Finde ich gut geregelt bis jetzt und wenn wirklich meine Namensänderung vielleicht schon in, ja, vielleicht im Vierteljahr durch ist, dann hat sich die ganze Sache eh gegessen und dann kann ich allen den Mittelfinger zeigen und einfach sagen, fickt euch, weil manche haben es wirklich verdient, muss ich sagen, weil die so arrogant mir gegenüber sitzen und meinen, nee, du darfst den alten Namen, du musst den alten Namen benutzen, du darfst den neuen Namen ja gar nicht nehmen, das ist ja noch gar nicht geklärt und wo ich mir dann denke, oh, nicht reizen, weil da geht mir dann, also da platzt mir dann doch irgendwie mal was, ne? Ja, aber man muss ja immer höflich bleiben, nie vergessen, ne? Also ich bin froh, wenn das dann durch ist mit meiner Namensänderung und ich hoffe natürlich auch, dass es bei euch nicht zu schrecklich mit den ganzen Ärzten ist, dass ihr auf viel intolerante Menschen trefft oder so, hat kein Schwein verdient und die, die intolerant sind, die sollen erstmal, keine Ahnung, ein schwules Kind bekommen oder ein lesbisches, bisexuelles, was auch immer und dann sollen sie mal sehen, wie es ist, wenn ihr Kind zum Beispiel diskriminiert wird und sie dann auf einmal einen auf ganz große Leute machen und meinen, oh nein, mein Kind, das ist doch was ganz Normales, aber vorher halt auch so intolerant waren. Diese Leute würde ich dann in diesem Moment auch mal gerne sehen, wenn sie selber so ein Kind hätten. Aber kann man leider ja nicht so machen, dass es so ist. Aber manchmal wünscht sich es einem auf jeden Fall. Also ich wünsche ja keinem eine Behinderung oder den Tod oder so, weil das tut man einfach nicht, das macht man nicht. Aber so, dass ein Kind halt wirklich, dass die Personen wirklich mal ein Kind hätten, die genauso sind wie das, was sie da gerade diskriminieren zum Beispiel, wünschte ich manchmal ein paar Leuten. Gut, damit ist das Video jetzt auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mal ein bisschen, ja, rausgehauen, ein paar Storys rausgehauen, die mir so jetzt mit der Zeit passiert sind. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Habt ihr schon irgendwelche Arztbesuche gehabt? Wollt ihr irgendwelche Tipps, wie ihr vielleicht dagegen vorgehen könnt, dass ihr vielleicht, oder wie ihr den Arzt ansprechen sollt da drauf oder die Schwestern vorne am Tresen, dass die es vielleicht ändern. Habt ihr vielleicht selber einen Ergänzungsausweis? Habt ihr vielleicht auch schon das Problem gehabt, dass der Ergänzungsausweis einfach nicht anerkannt wurde und gesagt worden ist, nee, wir erkennen den Verein halt nicht an? Ist euch das schon mal passiert? Dann schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Würde mich nämlich mal interessieren.
Und ja, natürlich danke, dass ihr zugeschaut habt und haut da rein. Ciao.